Herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Der Muttertag steht vor der Tür und was lässt sich zum Muttertag besser verschenken als selbstgemachte Pralinen? Und wie ihr drei leckere Low-Carb-Pralinen-Sorten ganz einfach selber machen könnt, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Als erstes möchte ich euch zeigen, wie einfach ihr diese leckeren Nuss-Nougat-Pralinen selber machen könnt. Und zwar gebt ihr für die Pralinen einfach Haselnussmus, Kakaopulver, eine Prise Salz und Fibersirup in einen Mixer und vermixt alles zusammen zu einer glatten Pralinenmasse. Jetzt gebe ich noch ein wenig geschmolzenes Kokosöl hinzu und dann wird alles noch einmal zusammen vermischt. Das Kokosöl könnt ihr im Grunde genommen schon direkt am Anfang hinzugeben. Ich habe es bei mir jetzt einfach ein wenig später hinzugegeben, um eben die beste Konsistenz für die Pralinen herauszufinden. Die Pralinenmasse könnt ihr nun einfach mit der Hand zu Kügelchen formen. Und wenn ihr dann die ganze Masse verarbeitet habt, solltet ihr die Pralinen am besten für mindestens 30 Minuten einfrieren, damit sie sich später einfacher mit der Schokolade überziehen lassen. Zum Überziehen der Pralinen nehme ich mir jetzt hier einfach ein wenig selbstgemachte Zartbitterschokolade. Wie ihr diese selber machen könnt, verlinke ich euch auf jeden Fall einmal unten in der Infobox. Und dann werden die Pralinen einfach nacheinander in die Schokolade getaucht. Dadurch, dass die Pralinen noch eingefroren sind, wird die Schokolade auf jeden Fall sehr schnell wieder fest, was meiner Meinung nach wirklich zu einem besten Ergebnis führt. Zum Schluss verziere ich meine Nuss-Nougat-Pralinen auch noch mit etwas selbstgemachter weißer Low-Carb-Schokolade. Auch dazu findet ihr den Link unten in der Infobox. Und dann sind diese leckeren Low-Carb-Nuss-Nougat-Pralinen auch schon fertig. Als nächstes machen wir diese weißen Mandelpralinen, für die ihr im Grunde genommen nur zwei Zutaten benötigt. Und zwar gebt ihr für die Pralinen einfach Mandelmus und ein wenig selbstgemachte Mischung für weiße Low-Carb-Trinkschokolade in eine Rührschüssel und vermengt alles zu einer glatten Pralinenmasse. Falls ihr das Rezept noch nicht kennt, dann findet ihr natürlich auch den Link zum Rezept für die weiße Low-Carb-Trinkschokoladenmischung unten in der Infobox. Vor der Weiterverarbeitung zu den Pralinen solltet ihr die Masse auf jeden Fall noch ein wenig in Frischhaltefolie gewickelt kalt stellen, da sich die Pralinen dann einfach besser formen lassen. Und wenn sie dann schön kalt geworden sind, dann könnt ihr einfach wieder aus der gesamten Masse kleine Pralinenkügelchen formen. Da ich auch diese Pralinen gerne mit Schokolade überziehen möchte, friere ich auch diese davor wieder ein. Und nachdem die Pralinen eingefroren sind, werden sie noch mit der weißen Low-Carb-Schokolade überzogen. Und dann könnt ihr diese, wenn ihr möchtet, noch mit ein paar gehackten Mandeln dekorieren. Und damit ist auch schon die zweite super leckere Pralinensorte fertig. Als letztes machen wir noch diese köstlichen, süßen Low-Carb-Frischkäse-Pralinen mit Aronia selber. Und dafür gebt ihr einfach ein wenig zu Puder gemahlenes Erythrit, Blaubeeren, Frischkäse und Fibersirup in einen Mixer und vermixt alles zu einer glatten Masse. Die Blaubeermasse wird nun noch mit gemahlenen Mandeln vermengt. Und bevor wir diese zu Pralinen weiterverarbeiten, wird auch diese in ein wenig Frischhaltefolie gewickelt, wieder kalt gestellt. Wenn eure Pralinenmasse dann schön kalt geworden ist, formt ihr einfach wieder kleine Kügelchen aus der Masse. Und zum Schluss wälzt ihr diese einfach noch in ein wenig Aronia-Pulver. Solltet ihr anderes Fruchtpulver zu Hause haben, dann könnt ihr natürlich auch dieses verwenden. Und damit ist auch schon die letzte Low-Carb-Pralinensorte fertig. Diese selbstgemachten Pralinen hier, die lassen sich natürlich zu jeder Gelegenheit selber machen. Aber ich finde gerade beispielsweise zum Muttertag oder auch als kleines selbstgemachtes Geschenk aus der Küche, zum Geburtstag, sind sie einfach hervorragend geeignet. Ich kann euch gar nicht sagen, welche Sorte ich von ihnen am liebsten mag, denn sie schmecken echt alle einfach nur richtig, richtig lecker. Die Rezepte findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de. Schaut dort gerne mal vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut! Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und Staubitopia Zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.